in die Damen. Weiter geht's, Little Miss Fortune. So, wir sind ja hier auf dem Jahrmarkt angekommen. Phantasmagoria oder wie der hieß. Und wir haben ein Ticket, aber zwei Attraktionen. Jetzt habe ich mir das so gedacht, ich werde jetzt einmal hier speichern, dann probieren wir das Horrorhaus aus. Dann lade ich und dann probieren wir das Karussell aus. Und ja, kann man ja mal machen, denke ich mal, ne? So, einmal speichern. Mache ich hier auf Platz 2. Tja. Ja, dann ab ins Horrorhaus, wa? Ah, so, ja. Oh, sweet. That haunted house must be terrifying. Is this the ride you want to spend your ticket on? Natürlich. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Das wird doch bestimmt wieder eine Katastrophe oder so. Ja, kotzt die Bude mal noch voll. Oh, I don't feel so good. I'm feeling this. You think you're going to puke? I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath and you'll soon feel better. Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat? Okay, I'm okay. Ja gut, das war jetzt ja nicht so dramatisch. Gut, ich lade nochmal. Laden. Autosave. Ne, hier, zwei. Da wollen wir. So, und dann gehen wir zum Karussell. Wir rennen zum Karussell. Wir haben ja keine Zeit. Bei ihrem Glück wird sie hier rausgeschleudert oder so. Mal gucken. Check out those sweet unicorns. Is this the ride you want to spend your ticket on? Aber hallo. Yes. All right then. Have a pleasant ride. Oh, da will ich auch mitfahren. Die Alte, ne? Ah ja. Oh, I don't feel so good. I'm feeling this. You think you're going to puke? I don't want to, but the ride went too fast. It was fun. All right, good. Take a deep breath. And you'll soon feel better. Okay. Good, good. Now, let's go find that boat. The boat? Okay, I'm okay. Gut, komm letztendlich auf selber raus. Alles klar. Obwohl, hier hätte man eventuell, wenn man das Einhorn mitgenommen hätte, vom Anfang vielleicht was machen können. Weil irgendwie ist da eine Stange frei. Wer weiß, wer weiß. So, wir stürmen. Jetzt sollen wir uns ein Boot schnappen. Und wo sollten wir damit hin? Ich weiß das gar nicht mehr. Boah, ich kann mir auch nichts merken. Kinders, wer denn... Oh. Das war unser japanischer Geisterfreund. Der kam überraschend. Lieber doch nicht so viel rennen. A bunch of games here. Can I play one? Oh, of course. You must play one before we leave on the boat. I just love it here, don't you? Who doesn't? I want to play a game now. Muss ich dafür auch Tickets benutzen oder Wag a Fox? Das passt ja wieder. Das ist doch alles hier ein abgekartetes Spiel. Ach, hier schießt man ja auch auf Füchse. Massaker. So, wir tun einfach mal. This one is free. I want to play it.
Oh, please do play it. Play it as much as you want. Really? So ein Sausack. Well, check this out. Now with real bullets. Ja. I think I broke the game. It looks like it. Oh. Schade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin gespannt, was hier jetzt kommt. Ach, hier kann man ein Ticket gewinnen. Ach, dann hätten wir wahrscheinlich gar nicht speichern brauchen. Check this out. I can get a reward ticket if I win. I'm gonna play this. Please, go ahead. I can't wait to see what it's about. Ich muss selber spielen. Oh, mit Tasten? Um Himmels Willen, das kann ja nur furchtbar werden. Okay, ich versuche mein Bestes. Okay. Sorry. Ich bin zu blöd. Ja, ich hab's verkackt. Oh, sowas konnte ich ja noch nie gut. Ja, ich will nochmal. Head down. Sorry. Head down. Sorry. Sorry. Gewonnen. Mit ein bisschen Konzentration geht alles. So, Reward-Ticket. Ach nee, das ist noch wieder was anderes. Können wir da einen Preis für holen, oder was? Great fucking misfortune. Wie, nochmal spielen? Brauche ich mehr Tickets? Moment, ich schaue mich hier erstmal um. Was gibt's denn hier noch? Kriege ich jetzt einen Luftballon vielleicht? Mr. Voice? Can I get a balloon? Because my mommy never gave me one, so maybe you can give me one. Well, you know we can't afford any, but look! What's that? A floating balloon! Fancy! Is it for me? Yes! Okay, thank you. Na, so ein Zufall. Da war ja klar. Just my luck. Oh, Miss Fortune, I'm sorry about the balloon. Don't worry. Thank you anyway. So, Fortuna, die Wahrsagerin. Ach, hier können wir wahrscheinlich das Ticket reinschieben. Und, Moment mal, hier. Oh, und hier kann ich glitzern. Ach, hat er gleich da drüben mitgemacht. Sehr schön. Ach, da ist auch so eine Puppe drin oben. Aha, Moment. Wir gehen erstmal hier ran, mal gucken. Dann muss ich wahrscheinlich mehrere Tickets zu mir gewinnen. Sweet, a fortune teller. Can I try this? Ja, mach hin. Ups. Hello, I'm Miss Fortune Ramirez Hernandez. And I want to know the future of me. Please, thank you. Once you see the beyond, the beyond sees you, and you can be sure it will be coming for you. The beyond is coming for me? What's the beyond? Want to try again? Hä? Ich hab doch gar keinen mehr, oder? Hallo? It looks like you need the reward ticket. Ah, okay. Ja, ich würde gerne noch mal probieren, aber jetzt mal kurz schauen. Also hier brauchen wir dann drei oder brauchen wir dann mehr? Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Check those sweet rewards. Ah, a da haben wir es doch. Chocolate coin. Ach, herrje, das riecht nach Arbeit. An adult. Ah, damn it. I'm kind of low on reward tickets. Oh, ein Steinhut. Und wir haben unseren Stein weggeschmissen. Aber lass mal gucken. Wir brauchen eins, 2, 3, 6 Tickets und 7 nochmal für den. Oh, das artet ja wirklich in Arbeit aus. Ich mach das mal folgendermaßen. Sonst wird es ja auch ein bisschen langweilig. Ich mache einen kurzen Cut.
werde mir hier eben die Tickets, die wir brauchen, erspielen und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Klingt nach einem Deal, oder? Also, bis gleich. So, da ist er wieder. Insgesamt konnte ich jetzt noch 8 Tickets holen und dann hat es aufgehört. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch 8 Tickets noch loswerden. Ich fange mal hier wieder an. Ja, bitte. Yes, again. What you see in the beyond is not what you see, but what you don't see. Oh, really? Talk about crazy. Want to try it again, then? Ja, na logisch. Wir hauen hier alles weg. Okay, again. You are being lied to at this very moment. Trust me. Don't trust anything. Oh, really? Who is lying to me? Is Benjamin lying to me? What? Oopsie. Ja, da hat wohl jemand gerade seine Möwe geschmissen, wa? Die soll still sein da drin anscheinend. Oh no, too bad. Yes, poor little birdie. Maybe he was flying drunk. You know, like my mommy did once and crushed daddy's car. Like this little birdie crushed with its body, you know? Yes, I get it, Miss Fortune. It's still sad. It crashed. It's crashed. Oh Mann. Manchmal weiß man auch nicht mehr, was man dazu sagen soll, ne? Auch hier ein bisschen Notfallglitzer eben. Schon viel besser. Ja, dann räumen wir erstmal den Automaten hier aus, wa? So, was haben wir denn Schönes? Fangen wir erstmal hier mit an. Oh, one of those dolls again. I want it. Die Realität wird sich in das verwandeln, was das Kind sich am meisten wünscht. Ja, das wäre schön. Reality will transform into what the child desires the most. Ah, really? A desire, you say? Ja, so hab ich's auch verstanden. I like desires. What did you choose? Nothing. Nix. So, eine Medaille. That golden chocolate coin looks delicious. I'll take that. Ach, eine Schokomünze soll das sein. Ach so. Da denkt man hat einen Orden verdient oder so was. Ja, und das Ding, schade, das ist nämlich genau die Form von hier Mr. Stoney. Kann man wohl nichts mehr mit werden. I know who will look amazing in this tiny cool hat. Shadam! There genau. You go, Stoney. You look like a rockstar. Moment, hat sie den doch noch dabei? Aber den haben wir doch ins Fenster geworfen beim Zoo. Ja gut, dann ist das halt so. Gut, ich glaube, dann haben wir hier wirklich alles abgegrast, was so möglich ist. Dann schauen wir mal weiter, dass wir das Boot kriegen. Ich glaube, sonst scheint hier auch nichts mehr zu sein, oder? Nee. Was? Swan Lake. Ach so, ja, Schwanensee. Ein Guldmünd. Eine Goldmünze. Ach ja, da muss unser Schokodaler hin, oder was? Ja, natürlich. jetzt werden wir hier noch über den Hades geschippert, oder was? Oder über den Styx, wie hieß das noch? Und er ist der Fährmann. Jo. Kommen wir wohl nicht drum rum. Check this boat out. It's like a black swan. How cool is that? Really? Really cool. Tell me about it. Anyway, this boat will take you where you need to go. You mean to Benjamin's house? Yes, and it's just one golden coin. I got this sweet chocolate coin reward. Is that good? I don't think that would... No, see, it's fine. Oh, look at that. Well, are you ready to leave? Ja, ich glaube ja nicht, dass wir hier jetzt noch was machen können, ne? Wir fahren mal los. This is
is going to be so cool. Das glaube ich auch. I hope we don't get attacked by a virus, though. Or the Kraken. What's a Kraken? Well, if you see it, you'll know. But tell me, I'm curious now. We don't have time for that, Miss Fortune. Just forget it. But now I'll think about it forever. Oh. Ja, jetzt habe ich auch so ein ganz schlechtes Gefühl. ein Kraken. Oh, Kraken, if you appear in front of me, I will see you. And if I see you, I will know it is you. Sweet Kraken, come up in front of me right now. Oh, what's a freaking Kraken? Hey, this place is very quiet. Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking, is the Kraken available for petting? You know, like some pet doggies, some pet kitties. I want to pet the Kraken, if it's possible. Well, I heard you could lure it out with fish. With fish, you say? Well, The only fish I know is buried. Hey, Mysterious, are you taking me now to the House of Benjamin? You know, that blue-eyed, soft, fluffy fox who happens to be a great artist and stole my happiness? You don't seem to want to talk about it. And why is that you collect coins? That's how you pay for your rent and food, right? Miss Fortune, just leave him alone. No, he wants to hear. Anyway, do you like to eat sushi? I know about sushi because I have a Japanese ghost friend. By the way, can you speak Japanese? I need some translations. Do you know what this means? Kiri wa doko desu ka? So you don't know, huh? You know, I've never been outside this late by myself. Do you go outside by yourself this late? Every day? Are you going to eat my chocolate coin? Because I'm a bit hungry. Stop talking! Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. Oh ja. Sie hat sogar geschafft, dass der Tod sich umbringt, indem sie ihn einfach vollgelabert hat. Oh, ist das gut. Ja, schade. Hätte ich den Fischmann behalten, anstatt ihn der Möwe zu geben. Ich hätte gern den Kraken gesehen. Och Mann. Ich glaube, ich muss das tatsächlich im Anschluss nochmal spielen. Vielleicht mache ich da so einen Zusammenschnitt von Szenen, die wir hier nicht gesehen haben. Ich überlege mir da mal was, damit wir so ein bisschen alles mitkriegen. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für diese Folge haben wir es erstmal und wir sehen dann beim nächsten Mal, wo wir hier angekommen sind und ob wir den Fuchs finden. Ne? Also Leute, haut rein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Moin.